Raumschlachten in einem Star Wars Battlefront Spiel sind jetzt wieder zurück. Gab's ja schon mal in einem Battlefront 2, jetzt im neuen Battlefront 2 natürlich auch. Und wir haben gerade eine gespielt, und zwar Angriff auf Fondor. Ja, und hat richtig Spaß gemacht, ja. Aber am wichtigsten war, fand ich, die Star Wars Atmosphäre. Spielerisch macht schon Spaß, ist für mein Empfinden ziemlich casualig. Also ich hatte nach einer Runde schon, wusste ich ungefähr, so spielt es sich. Hast schon einen Kill gemacht nach einer Runde, ne? Ja, ich glaube sogar zwei. Nein, ich war sogar, glaube ich, der drittbeste auf dem Server. Also schlecht war ich in den Kämpfen tatsächlich nicht, und das ist auch schon ein Zeichen. Allzu kompliziert kann es nicht sein. Aber trotzdem hat man ja drei unterschiedliche Raumschiffe pro Seite, die sich sehr unterschiedlich handeln. Man hat verschiedene Fähigkeiten mit den Schiffen. Insgesamt macht es schon auf jeden Fall so eine halbe Stunde richtig Spaß. Ob ich dann Star Wars Battlefront 2 die Weltraumschlachten nur spielen werde, das glaube ich eher nicht. Ich glaube, die Landschlachten werden das Wichtigere für mich werden. Aber für eine Runde zwischendurch mit einer richtig geilen Star Wars Atmosphäre gibt es aktuell nichts Feineres, glaube ich. Du hast ja schon gesagt, die Atmosphäre kommt richtig gut rüber. Auch vom Sound war ich halt begeistert. Also es sind wirklich die Original-Sounds aus den Filmen. Du hörst ja auch die unterschiedlichen Flugzeuge mit unterschiedlichen Sounds. Und das war halt so genial. Und auch diese Laser-Sounds, einfach richtig der Hammer. Wir hatten ein paar Missionsziele, die wir erfüllen mussten. Das kann man vielleicht auch noch dazu sagen in dieser Mission. Es ging darum, einen Sternzerstörer zu zerstören. Auf Rebellenseite. Genau. Und auf der anderen Seite ist zu verhindern, aber man musste dafür dann auch ich habe nur Imperium gespielt, und dann musste ich mich dann auch schon um Fregatten und so weiter kümmern. Ne? Da gab es ja auch sowas. Also, nee, Korvetten waren es. Den Korvetten mussten wir ja anfliegen. Also nicht nur, dass ich dann X-Wings und Y-Wings irgendwie abschieße, sondern da war schon ein bisschen mehr dahinter. Fand ich sehr gut. Die letzte Phase, in der man dann in ein Raumschiff hineingeflogen ist, das erinnert natürlich sehr stark irgendwie an die Filme, gerade also Episode 4. Aber es macht Spaß, ne? Also ich bin schon begeistert. Natürlich auch neben den normalen Flugzeugen, also sechs waren es jetzt insgesamt, also TIE Fighter, TIE Interceptor, TIE Bomber, genau. Beim Imperium und bei den Rebellen der X-Wing, der A-Wing und der Y-Wing, ja. Also der Bomber eben. Und natürlich auch pro Seite immer zwei Helden, die man dann durch Aktionen im Spiel verdient man sich Punkte, schaltet dann diese Heldenschiffe frei. Unter anderem war dabei die Slave One von Boba Fett. Und Millennium Falcon war noch dabei. Und von Darth Maul, glaube ich, dieser Interceptor. Ja, ich glaube ja. Das kannte ich jetzt gar nicht so gut. Ich muss gestehen, ich habe Episode 1 bis 3 so gut wie möglich verdrängt. Das geht mir halt dabei so, ja. Auf jeden Fall richtig gelungener Modus und nicht nur für Fans geeignet von Battlefront, vom alten Battlefront 2, die es damals gespielt haben, sondern auch für alle, weil es halt echt richtig zugänglich ist. Man kommt sofort rein, man spielt es 5 Minuten und man ist drin eigentlich. Und es sieht sehr fein aus noch dazu. Also es ist wirklich so ein Paket für jegliche Menschen, die sich ein bisschen für Star Wars interessieren, sollten sich das auf jeden Fall anschauen. Ja. Wollen wir jetzt die klassische Abmoderation machen mit Möge die Macht mit euch sein, oder sparen wir uns das? Das sparen wir uns doch lieber, oder? Vielen Dank fürs Zuschauen. Excellent work. Their assault has failed. The rebels will think twice before daring to attack these yards again.